Hallo, in diesem Video werden Sie Zeuge eines Überblicks über die archaische Periode des alten Ägypten. Es ist eine Einführung, die es Ihnen ermöglichen, die folgenden Videos, die im Detail entwickelt die erste und zweite Dynastie der Pharaonen, die es ausmachen, zu verstehen. Die archaische Periode Ägyptens, die auch als Themitische Periode oder frühdynastische Periode bezeichnet wird, erstreckt sich von 3150 v. Chr. Bis 2890 v. Chr. Sie ist eine historische Periode, die den Beginn der dynastischen Geschichte des alten Ägypten markiert. Zu dieser Zeit befand sich die Hauptstadt des Ägyptischen Reiches in der Stadt Tinis oder Tis, wo die Regierung durch eine starke monarchische Macht ausgeübt wurde, die von nur zwei Königsgeschlechtern entwickelt wurde. Diese Monarchen werden als erste und zweite Dynastie bezeichnet, die als die ersten Pharaonen und die Vereiniger Ägyptens gelten. Lassen Sie uns über die Merkmale dieser Monarchie und ihre Ausbreitung sprechen. Wir stehen am Anfang dieser Periode und beginnen bereits, ein komplexes und effizientes System staatlicher Organisation zu erkennen, in dessen Zentrum eine ebenso starke wie akzeptierte Monarchie steht, um die sich sowohl das politische als auch das spirituelle Leben in perfekter Harmonie dreht, was fast zu einer Konstante in der gesamten Geschichte und Entwicklung des alten Ägypten wurde. Wir befinden uns in einer Zeit, in der die alte kaiserliche Hauptstadt von Oberägypten, Merien, griechisch Hierakonpolis, anscheinend in die Stadt Memphis verlegt wurde. Memphis liegt in der Nähe des Nildeltas, das in das Mittelmeer mündet, und ist daher eine Enklave mit wichtigen geostrategischen und geoökonomischen Merkmalen, in der die Monarchie nicht nur residierte, sondern auch die direkte Kontrolle ausübte. Zu dieser Entscheidung kommt hinzu, dass die Monarchie einen starken militärischen Charakter hatte, wobei der König persönlich oder seine direktesten Beauftragten dafür zuständig waren, die nomadischen Völker in Schach zu halten und in gewissem Maße die Grenzen zu kontrollieren, mit besonderem Augenmerk auf die Libyer an der Westfront, während die Kontrolle über die Minen und Edelsteine an der Süd- und Ostfront sichergestellt wurde. Ägypten rückte in Richtung des ersten Katarakts vor und nahm die Städte Elephantina und Syene, das heutige Assuan, ein, strategische Punkte für die Expansion nach Nubien, mit wenig landwirtschaftlicher Entwicklung, aber wichtigen Bergbau- und Handelszentren. Es gibt Belege für Expeditionen nach Nubien durch den zweiten Pharao Aha. Von den Nomadenvölkern ist bekannt, dass Aha Tribut von den Libyern erhielt und sein Nachfolger daher unternahm Expeditionen bis zum Roten Meer. Diese Expeditionen waren im Allgemeinen mit dem Besitz der Minen in der Region verbunden. Es gibt auch Belege für Feldzüge in Dens Zeit auf dem Sinai zur Kontrolle der Minen und gegen die Libyer. Ein immer stärker werdender Staat mit eindeutigen Expansionsbestrebungen verfolgte eine Kulturpolitik, die auf der Vereinigung von Oberägypten, wo die Monarchie ihren Ursprung hatte, und Unterägypten beruhte. Um diese Strategie der Assimilierung zwischen den beiden Gebieten zu ermöglichen, wurde eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, darunter die folgenden. Die Übernahme der repräsentativen Symbole des Nordens und des Südens durch den Pharao, wie die rote Krone von Unterägypten und die weiße Krone von Oberägypten. Allegorische und symbolische Feiern der Einigung, bezeugt für die Zeit der Herrschaft von Aha. Eine Politik der ehelichen Allianzen, durch Mischehen zwischen dem König und Mitgliedern des Adels der Gebiete von Interesse, wie im Fall der Stadt Sais, denen Namen von Göttern oder Göttinnen zugeordnet sind, die Gewissheit der starken Beziehung zwischen den politischen und religiösen Sphären gibt. In der gleichen Weise wurden Mischehen zwischen dem Adel durchgeführt, als ein Weg, um die Solidarität zwischen den Eliten im Zusammenhang mit der monarchischen Macht. Eine weitere Front wurde durch den Bau von Tempeln in Unterägypten gebildet, die nicht nur die architektonischen Formen, sondern auch das gesamte System der Ritualisierung und Verwaltung durch eine mit dem Monarchen sympathisierende priesterliche Elite reproduzierten. Assimilation von nördlichen und südlichen Baustilen, insbesondere in den Königsgräbern. Diese befanden sich sowohl in Abydos, Oberägypten, als auch in Saqqara, Unterägypten. Dieselben Götter, dieselben Tempel, dieselben Eliten, dieselbe Priesterordnung, dieselben Riten, dieselben Formen und dieselben Hintergründe wurden so zu den Pfeilern der Annahme beider Territorien. Was die Wirtschaft und die Gesellschaft betrifft, so ist festzustellen, dass die ägyptische Wirtschaft eng mit dem politischen Apparat verbunden ist. Die Pharaonen förderten Kanalisationsarbeiten zur Bewässerung und steigerten so die landwirtschaftlichen Erträge unter der Schirmherrschaft eines starken und einheitlichen Staates durch den Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen, die sich aus der Einnahme von Gewinnen aus den Ernten in einer Wirtschaft ergaben, in der der Landwirtschafts- und Viehzuchtsektor die wichtigsten Erzeuger waren, die mit dem Wachstum allmählich vom Handel begleitet wurden, auf der Suche nach dem überschüssigen Kapital, das sich aus eben diesem Wachstum ergab, auch wenn dieser bald in Bürgerkriege aufgrund von Interessenkonflikten verwickelt wurde. Die Archäologie belegt, dass der Bau von Memphis um 2900 v. Chr. Und damit die Stadtentwicklung mit der Entwicklung der Landwirtschaft zusammenfiel, was zu einem besseren Zugang zu Nahrungsmitteln und folglich zu einem Bevölkerungswachstum führte. Darüber hinaus war die Stadt Saqqara in der Nähe von Memphis eine der wichtigsten königlichen Begräbnisstätten. Der Handel wuchs stetig, wobei es zwei Hauptströme gab, nilaufwärts, Nubien, und in die sogenannte Levante, der östlichste Küstenstreifen des Mittelmeers, zu dem das heutige Israel, Jordanien, der Libanon, Syrien und die palästinensischen Gebiete gehören.
Der Handel mit Nubien fand überwiegend auf dem Landweg statt, da mehrere Katarakte die Schifffahrt weit über Elefantina an der nubischen Grenze hinaus verhinderten. Der Handel mit der Levante war die Hauptquelle für Holz. In diesem Zusammenhang wurden Keramikreste aus dem Ende der archaischen Periode gefunden, die Boote mit Rudern zeigen, woraus sich ableiten lässt, dass in dieser Zeit eine technologische Revolution und eine Zunahme des Handels stattfand. In Nubien und an den südlichen und östlichen Fronten sorgte die militärische Expansion für den Abbau von Stein und Gold. Der internationale Handel diente seinerseits dazu, neben Holz, Stein und Metallen für die Bronzeproduktion auch eine wachsende Nachfrage nach Luxusgütern, einschließlich Edelmetallen und Steinen, zu befriedigen. Darüber hinaus erzeugten Mentalitäten, Totenkultrituale und Prunk als Ausdruck politischer oder wirtschaftlicher Hierarchie, als Machtdemonstration, eine große lokale Nachfrage, von der eine Industrie profitierte, die sich dem Bau von Grabmälern, königlichen Statuen und Denkmälern aller Art widmete, was durch die militärische Präsenz in den Produktionsgebieten gewährleistet wurde. Um die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, wurde die Nahrungsmittelproduktion in Form von Steuern an den politischen Apparat abgeführt, in den sogenannten königlichen Silos gelagert und anschließend an die nicht ländliche Bevölkerung verteilt. Die Handwerker begannen, Teil dieses Sektors zu werden, insbesondere in der Holz- und Metallverarbeitung. Der Rest der Bevölkerung bestand aus dem Sektor, der sich dem Fluss und dem internationalen Handel widmete und der sich weitgehend aus dem politischen Apparat, der Armee, der Bürokratie und natürlich der königlichen Familie zusammensetzte. Was die Religion anbelangt, so begannen die lokalen Götter der Städte und religiösen Zentren in dieser Zeit, nationale Bedeutung zu erlangen, oft durch den sogenannten Synkretismus oder die Assimilation von Göttern und Kulten unterschiedlichen Ursprungs. Einer der wichtigsten Fälle ist der des Osiris, eines wohltätigen Gottes, der mit Fruchtbarkeit, Handel und im Wesentlichen mit dem Leben nach dem Tod verbunden war und ursprünglich aus der unterägyptischen Stadt Busiris stammte. Er wurde mit einem Gott ähnlicher Eigenschaften aus der oberägyptischen Stadt Abydos assimiliert, einer Stadt, die ihre Autorität als religiöses und funeritäres Zentrum festigte, indem sie zum Ort wurde, an dem die Pharaonen begraben wurden. Ebenso wichtig war die Tatsache, dass Osiris und sein Sohn Horus in die Symbolik des Königtums aufgenommen wurden. Der Mythos von den Kriegen zwischen Osiris und Horus gegen Seth begann wahrscheinlich zu dieser Zeit Gestalt anzunehmen, obwohl seine endgültige Formulierung erst später erfolgte. Obwohl alles bisher Gesagte einen Eindruck von Harmonie und Eintracht vermitteln würde, lassen sich zu diesem Zeitpunkt Anzeichen für interne Konflikte beobachten, die in irgendeiner Weise mit der Opposition Unterägyptens gegen den von der oberägyptischen Monarchie vertretenen Zentralismus zusammenzuhängen scheinen. Diese Anzeichen werden bereits in der Regierungszeit von Akib deutlich, der sich trotz einiger Anzeichen der Annäherung, wie seiner Heirat mit einer Memphitin, mit Aufständen in Unterägypten konfrontiert sah. Sein Nachfolger, Semachet, wird als Usurpator angesehen. Diese beiden Könige sowie ein dritter, Ka, wurden wie ihre Vorgänger in der Stadt Abydos in Oberägypten begraben. Hinzu kam die Verwendung einer Reihe von Symbolen durch die Könige, wie zum Beispiel des Gottes Horus, Sohn des Osiris, der mit der weißen Krone Oberägyptens und nicht mit der Doppelkrone verbunden war, was für die nicht eingeschlossene Bevölkerung ein sehr heikles Thema war. All dies zeugt von einer Neigung der Monarchie zu Oberägypten und einem Aufruhr auf Seiten Unterägyptens. Obwohl diese Hinweise in der Regierungszeit seiner Nachfolger verblassten, wurden Hotepsechemui und Nebra in Unterägypten begraben, was die folgenden schweren Unruhen nicht verhindern konnte. Peribsen entfernte den Gott Horus aus der königlichen Symbolik und ersetzte ihn durch den Gott Seth, was an den Mythos des Krieges zwischen Horus und Seth erinnert und darauf hindeutet, dass der Bürgerkrieg, der unter seinem Nachfolger Kasiem ausbrach, einen starken religiösen Charakter hatte, da es sich um einen Krieg zwischen den Anhängern des einen und des anderen Gottes handelte und nicht um einen Krieg zwischen Territorien. Die Rebellion ging so weit, dass sie die Stadt Neket, das alte religiöse Zentrum der oberägyptischen Monarchie, angriff, was eine Vorstellung von ihrem Ausmaß vermittelt. Am Ende siegte Shasiem, wie die Reliefs auf den Sockeln zweier Statuen belegen, die seine Totenfeinde zeigen und auf denen der König bezeichnenderweise mit der weißen Krone von Oberägypten abgebildet ist. Sowohl die Namensänderung von Yasiem, was so viel wie eine Macht bedeutet, zu Yasechemui, was so viel wie zwei Mächte bedeutet, als auch die Rückkehr zur Horus-Symbolik deuten darauf hin, dass die nördlichen Rebellen den Gott Seth zu ihrem Emblem machten, im Gegensatz zum Horus der Monarchie. Für weitere Geschichtsvideos besuchen Sie meinen Kanal in der Videobeschreibung. Nächstes Video, die erste Dynastie der ägyptischen Pharaonen.